So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, mitten im Umzug. Wenn ihr das seht, ist bestimmt schon 3 Jahre später. Wir haben hier China-Nudeln, beziehungsweise die Mama hat gerade China-Nudeln mitgebracht. Die war nämlich noch fix unterwegs, während ich was aufgenommen habe. Und wir haben 2 Soßen, die schon ewig hier auf dem Tisch stehen, von der Firma Kania. Sweet Chili Sauce, süß, und Hot Chili Sauce, scharf. Bei beiden ist der gleiche Hintergrund, hier irgend so eine Palme mitten in der Steppe, in der Savanne. Die sind aus dem Lidl, die möchte ich jetzt mal testen. Sweet Chili Soße, süße Würzsoße mit Chilischoten und eben scharfe Würzsoße mit Chilischoten. Die kommen aus Hermesweg, Barren. Ich wusste gar nicht, dass Hermes einen ganzen Weg hat. Die probieren wir jetzt kurz so und dann auf den Nudeln. Aber erstmal möchte ich euch die Nudeln zeigen, wie die Nudeln aussehen. Die sind nämlich immer hier super in diesem Styroporpack drin. Und außerdem weiß ich gar nicht, was die Mama genommen hat. Aber ich nehme eigentlich immer diese Kombination aus 2 Sorten Fleisch mit Nudeln und Curry. Deswegen sind die Nudeln auch immer so gelb. Das sieht gut aus. Ich möchte jetzt aber erstmal diese Sweet Chili Soße testen auf der Gabel. Funktioniert das so überhaupt? Oder muss man das noch... Ist da ein Zettel? Ist da sonst was? Ist da irgendwas zum... Nö, ist einfach... Beim Zettel ist dann noch eine Verpackung. Wir kippen uns das jetzt mal hier auf die Gabel. Ah. Wie Gummi. Eine richtige Gummisoße. Hat aber trotzdem... Ach, das ist gar nicht die Sweet Chili, bin ich bescheuert. Das ist schon die Hot Chili Soße, die aber irgendwie wie Sweet Chili schmeckt. Was ist dann mit der Sweet Chili Soße? Da bleibt ja gar nichts mehr übrig. Wir machen mal die Sweet Chili Soße kurz auf. Ich merke schon, das ging in die Hose. Warum hat das einen schwarzen Deckel? Ein schwarzer Deckel, Sweet Chili, süß und scharf. Also die nicht Sweet Chili ist, schmeckt mehr nach Sweet Chili als die Sweet Chili selber. Was ich sehr beeindruckend finde, denn die schmeckt alt und muffig und richtig so nach Fußsohle. Kann ich gar nicht empfehlen. Sweet Chili Soße süß. Wir gucken sie uns aber nochmal an, weil ich sie nicht empfehlen kann. Die Konsistenz, okay. Total künstlicher Geschmack. Total komisch, keinerlei Schärfe da dabei. Das heißt, die Hot Sauce ist nicht nur hot, sondern auch gleichzeitig Sweet Chili und passt viel besser dazu. Schmeckt zwar auch total mies, richtig abartig, aber egal. Wir probieren das Ganze jetzt nochmal mit Nudeln. Gehen mal hier rein, holen uns hier so einen Batzen von einem Fleisch. Machen da mal die süße Note drauf von der Soße. Naja, merkst du halt fast gar nicht. Weiß nicht, Fehlkauf würde ich dazu sagen. Am besten passt wahrscheinlich immer noch Samba Oleg, weil das irgendwie so essigmäßig ist, aber auch irgendwie sehr salzig und trotzdem Schärfe mitbringt. Wir probieren nochmal ein Stück Fleisch, haben uns aber die Schafe jetzt hier drauf, die angeblich Schafe. Passt gefühlt ein bisschen besser dazu, aber merkst du auch nicht so richtig. Also war ein Fehlkauf, tut mir mega leid. Ich habe gedacht, ich kann euch da 2 super Soßen probieren. Aus dem Lidl von der Firma Kania. Hot Chili Sauce scharf und die Sweet Chili Sauce süß. Kann ich nicht empfehlen, kann ich beide nicht empfehlen. Lasst die Finger davon. Ich glaube, ich habe noch gar kein Bild fürs Thumbnail. Das heißt... Wir müssen das mal so hinhalten,
In der Hoffnung, dass da nichts runterfällt. Da die Soße für Thumbnail. Weil so schmeckt es nämlich auch. Ich hole mir jetzt dann bei Oleg, dann esse ich die Portion hier auf und dann geht's weiter mit Umzugsstress. Yo, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr eine gute Soße zu China-Nudeln? Schreibt's mal in die Kommentare. So, das ist die Lösung. Ich habe jetzt einfach ein Gläschen Sambal Oleg genommen von Bamboo Garden, die Asia-Marke. Dann sieht das ungefähr so aus, wenn das Sambal Oleg drauf ist. Man könnte denken, das ist Tomatensoße, aber nein. Das ist was anderes. Das ist China-Nudeln mit Sambal Oleg. Und das schmeckt, hoffe ich, jetzt viel besser. Muss es halt nur mal ein bisschen verteilen. Das ist ja 75% Chili und mit Branntwein Essig. Und deswegen ist gerade das immer so essigscharf und alles. Und das macht aber schon mal wieder viel mehr vom Geschmack daher. Schmeckt manchmal halt ein bisschen zu salzig oder ein bisschen zu essigmäßig, aber macht halt einfach nicht so viel drauf und habt ihr das Problem nicht. Insgesamt passt es aber besser dazu als die zwei anderen Soßen. Also China-Nudeln, immer Sambal Oleg, macht ihr nichts verkehrt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.